Sching TV. Sching Sching TV. 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 Sching Sching TV. Läuft bei uns, läuft bei dir. Willst du auch einen Schluck Cola trinken? Nee, danke. Nee? Also du machst mir da gerade den Vorwurf, dass ich ein schlechter Gastgeber bin. Überhaupt gar nicht. Nur ich brauche noch ein bisschen Koffein. Und diese Fritz-Cola, die, Kaffee, das trinkt ja so. Dann hole ich mir ein kleines Glas. Das ist so ganz gut. Oh, erfrischend. Ja, unbedingt. Sehr gern. Das ist ganz gut für die. So. Cheers. Cheers. Mit Roland habe ich ja Schnaps getrunken während des. Wenn es gesagt hat. Das war ja Tee. Nee, ja. Im Ernst? Ja, immer wieder kurz zu war erstaunlich klar. Ja, irgendwie, das hat uns nur weiter beschwingt. Irgendwie. Das war gar nicht. Den Fahrt. Na denn. Dann lasst uns losgehen. Okay, herzlich willkommen zu Xingqiang TV Podcast. Zum Xingqiang TV Podcast. Der 8. oder so ist jetzt. Ich weiß gar nicht so genau. Ist ja auch nicht so wichtig, aber lange musstet ihr warten, ewig lange, bis jetzt wieder ein neuer Podcast kommt. Aber das Warten hat sich gelohnt, denn Dromo Iluvo ist zu Gast. Herzlich willkommen, hallo. Hallo Philipp, ich freue mich. Auch hier gilt wieder, du bist nicht zu Gast, sondern ich bin bei dir zu Gast. Und ja, hast du gut gegessen, hast du gut getrunken, bist du zufrieden? Ich bin super zufrieden, ich hoffe du auch, ja? Ich bin super zufrieden. Ich stelle mal das Mikro noch so ein Ticken weg, dass wir beide so auf die Silbermembran draufsprechen. Dass wir draufsprechen. Ja. Ja. Oh, ne? So, das ist ein bisschen. Das ist auch nice. Wir sind jetzt ganz eng zusammengerückt. Dieses Podcast ist ja auch immer so ein bisschen Kino im Kopf. Ihr müsst euch uns jetzt sehr, sehr, sehr nah beisammen vorstellen. So, Dromo, wir legen jetzt los und. Worüber möchtest du denn reden? Ja, ehrlich gesagt, wirst du mir das, glaube ich, gleich sagen. Ja. Soll ich dir mal so ein paar Stichworte reinrufen? Ja, du bist Kiosk-Konzertveranstalter. Du hast das so richtig erfunden, ne? Und du bist Liedermacher und du bist Teil auch von Xingqiang TV, von den Veranstaltern. Habe ich irgendwas vergessen? Was bist du noch? Ein armer Irrer in den Straßen dieser Stadt. Ein armer Irrer. Ja, vielleicht, das ist ja, glaube ich, für deine Songs auch erheblich, ne, für deine Kunst. Dankeschön. Deine eigene, deine eigene Perspektive auf die Dinge. Ja, schon ein Kreuz bisweilen. Ja. Ne? Wie meinst du, ist ein Kreuz? Ja, ich wäre gern wie alle. Ich wäre gerne Teil von der Sache. Aber das ist klar, gehört irgendwie. Man ist da auch getrieben, ne? Und du empfindest dich schon als anders als die anderen, also als relativ weit entfernt von vielen anderen Menschen, sozusagen, von so einem Mainstream weit entfernt. Oder wie würdest du das formulieren? Nee, ich möchte damit sagen, ich war als junger Mensch vermessen vielleicht. Ich dachte, alle sind so wie ich. Ich hatte ja auch keine Vergleichsmöglichkeit, ja. Ne, auf dem Weg durch die Zeit oder auch wie Menschen auf Songs reagieren, merkt man so, okay, das ist, da fährt sich jeder seinen eigenen Film auf einen Text. Ja. Und das kann man dann nur zur Kenntnis nehmen. Ja. Und sich darauf freuen. Aber nicht, das kann man weder steuern noch, ja, ne, so. Genau, und obwohl ich mich ja auch erinnere, du kommst ja auch immer mal wieder mit so einem Text oder einer Idee und sagst, das ist jetzt das große Ding und so. Ne? Also du spielst ja schon auch immer den Mainstream an mit deinen Sachen, oder? So. Ich bleibe oft auch ganz alleine mit der Meinung. Ja. Ne? Und ich denke, ich habe den Stück Gold gefunden und keiner empfindet das auch so. Ja. Das sind dann so Freuden, die für mich bleiben. Die zur Enttäuschung werden, oder?
die Freuden? Oder bleibt das als Freude bei dir sozusagen? Bei mir bleibt das als Freude. Ja. Aber man will ja auch was teilen. Ja. Man teilt sich mit und man kriegt dann Feedback. Ja. Und wenn dann, das machen die Menschen, die geben das Feedback, was sie geben möchten. Ne? Ja. Und genau, und du machst das, um Menschen in deine Welt zu holen und dieses Feedback zu provozieren? Oder warum schreibst du diese Lieder? Also warum setzt du dich auf die Bühne? Ich habe ja keine anderen Lieder. Auf die Bühne setze ich mich, weil ich sehr gerne tanze, singe, schreie, spiele. Ja. Ne? Und das möglichst jeden Abend. Und du möchtest aber auch Menschen berühren und Verständnis damit wecken, oder? Ich glaube, das ist dann mehr so ein Produkt, was dann entsteht. Ja. Ja. Kann man sich ja nicht vorher aussuchen. Ich sage gleich das und das bewegt die Menschen. Ja. Also das ist auch kein Prozess beim Songwriting, dass du dich hinsetzt und ein Thema dir vornimmst oder also im Vorhinein so ein bisschen kalkuliert, sondern der Song passiert dir. Der passiert mir. Ja. Ja. Genau, oft im Affekt. Ja. Und manchmal auch über Jahre, dass man einfach so einen Song sich nochmal vornimmt und den zu Ende schreibt. Ne? Hm. Und sagt so, okay, mir ist jetzt was zugestoßen oder ich habe was erlebt, das passt zu diesem Song und ich mache den jetzt einfach fertig, weil jetzt weiß ich, dass diese Worte von mir auch gelebt wurden. Ja. Vielleicht kann man das so ausdrücken. Ja, ja, das ist ja auch sehr interessant. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile, dass in dir die Sachen wirklich lebendig bleiben. Ne? Also das ist ja selten, dass sogar auch wenn du einen Song fertig hast, ist ja selten, dass du den beim nächsten Konzert in der gleichen Weise widerspielst. Ne? Also irgendwie hab ich immer das Gefühl, die Dinge bleiben lebendig. Das ist nicht fertig. Der Song ist nie ganz fertig. Oder, ja. Oder ist das auch dein Eindruck? Das mag dem Unvermögen meines Vortrags geschuldet sein, aber genau, irgendwo ist das, man hat so viele Möglichkeiten, einen Song zu bringen und ich entscheide mich dann tatsächlich Millisekunden bevor oder lasse es einfach so fließen, ne? Let it flow, Schnecke, auf der Ebene, das ist einfach, also was soll auch passieren, so, ne? Passiert ja nicht schlimm. Ja, und ich weiß nicht, zum Beispiel gibt es ja dieses, vielleicht mittlerweile sowas wie dein Hit, in Anführungszeichen, der Captain Arrow, der immer kommt. Ich habe schon so viele Geschichten zu dem gehört. Also der ist irgendwie auch immer ein bisschen anders, von Konzert zu Konzert. Ja. Also, der lebt weiter. Genau. So, ja. Ich glaube, der Grundkonflikt ist immer derselbe oder die Thematik. Das ist ja auch eine Aussage, Captain Error. Das ist der Captain Irrtum. Warum ist der, was war denn sein Irrtum? Und da werde ich, bin ich nicht verlegen, das auszudrücken, ja. Weil das ein Irrtum war. Genau. Und was sind dann so bei Konzerten für dich so Momente, wo du das Gefühl hast, das ist so der Punkt, auf den ich hinaus will? Also, was sind so Glücksmomente? Ja, Glücksmomente sind, wenn ich meine Scheu vor dem Publikum überwinde, weil Vortragsmusik, Kantentum hat immer zur Logik, dass alle gucken und einer macht den Zampa. Du. Und das fand ich immer sehr abstrus. Jetzt ist das aber irgendwo meine Profession oder meine Passion. So dass ich jeden Abend, wenn ich dann auf der Bühne stehe, über diesen Zaun drüber hüpfen muss. Das muss ich irgendwie schaffen. Ne? Das schafft ja, muss ja jeder schaffen. Und oftmals habe ich dann auch die Augen geschlossen beim Singen, wenn ich mich auf den versuche, den Ton zu treffen. Aber wenn man dann so ins Publikum guckt, dann strahlt einem so eine Art Freude entgegen, dass es eben die anderen eben nicht so gesehen, der steht jetzt da und macht den Zampano, sondern nö, wir sind jetzt hier auf dem Konzert und haben unseren Spaß. Das finde ich ja. Dass sie sich da hinsetzen und das Maul halten und Bock drauf haben. Oder? Ja, dass man Freude erzeugt. Ja, ne? Ja, genau. Genau.
Und ich habe jetzt auch ein paar Mal erleben können, dass Leute so ein Kopfkino fahren, die sind wahrscheinlich in Gedanken schon wieder ganz woanders, aber man registriert das irgendwie und ist dann dankbar, ne? In den Menschen hervorrufen kann. Ne? Wie auch immer das funktioniert, das ist ja keine Wissenschaft, die man lehren kann. Ja. Ja, wobei, du spielst ja auch viel damit, mit dem Witz, ne? Also Leute zum Lachen zu bringen. Und damit holst du ja auch die Leute sehr stark mit rein. Das ist unfreiwillige Komik, ne? Würde ich das nennen, ja. Ist das immer unfreiwillig? Glaube ich dir nicht. Das ist nicht berechnet, aber ich singe auch über Dinge, die vielleicht abstrus sind. Ich hatte letzten Sommer versucht, einen Mann zu kaufen. Ne? Der kam mit seinem Mercedes und sagte, willst du dir was verdienen? Und ich guckte ganz unschuldig und da, wie komme ich aus der Nummer? Und er wurde eher konkreter. Und wenn du über solche Dinge singst und Leute sagen, das ist witzig, dann sage ich, das ist mein Alter. Ja. Verstehst du, so ist vielleicht die Verbindung. Also über die Überraschung oder das Abseitige sozusagen. Genau. Was kommt dieser Lachreflex sozusagen bei den Leuten? Ja, aber ich versuche auch so eine Situation dann nicht in die Opferrolle rein zu begeben, ne? Sondern das einfach auch so stehen zu lassen, beziehungsweise auch so ein bisschen bockig und so vielleicht dann textlich zu bearbeiten und dann auch selbst frei zu werden innerlich. Thematik. Ich bin jetzt nicht traumatisiert durch dieses Erlebnis. So. Aber der wollte Sex oder was wollte der Mann? Ja. Ganz, also das wollte er ganz knallhart. Das ist eine Szene. Ja, das ja. Ja, krass. Der hielt mit dem Auto neben dir und meinte. Nee, der hat mich mehr oder weniger eingefangen. Ja, du bist eingestiegen schon. Ja. Nein, aber er hat mich umzingelt. Ja? Das ist ja krass. Ja. Ja, aber auf der Bühne hast du ja schon auch, also es wirkt auf mich nicht so, also wenn ich das letzte Konzert jetzt beim Ruby Thursday erinnere, habe ich schon auch das Gefühl, dass du den Humor auch bewusst einsetzt, immer bewusster. Weil du performst auch ganz viel mit so einem Grinsen und mit so einer Hintergründigkeit. Finde ich, dass ich dir auch merke, dass du einen humorvollen Blick auf die Dinge auch mir lieferst. Okay. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich dann auch viele Freunde kenne, die einen Humor hatten. Und dann denke ich an die und dann muss ich über mich selbst lachen. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Und das ist das Spiel dann einfach auch mit so Situationen, ne? Dass du... Boah, ich bin da... Du machst einfach. Ich mach das, ja. Im Affekt. Ja. Aber du schöpfst aus einer, eigentlich einer unerschöpflichen Fülle aus Geschichten. Das finde ich aber ganz, ganz beeindruckend. Was du für Geschichten, sind die erlebt oder woher kommen die Geschichten? Genau. Ich hatte mal das Credo, nur Dinge zu singen, die ich selbst erlebt habe, was ist man auch mit dem Songwriting schnell fertig. Weil es einfach klar ist, wie der Song ist. Ja. Wie welche Worte da zu fallen haben. Das hat auch total zur Folge gehabt, dass ich eine ganze Weile lang eben gar kein Reimschema benutzt habe, sondern einfach gesagt habe, das war, also muss es gut sein und muss auch schön klingen. Ja. Das war zum Beispiel mit der Band Halbwolf, meine große Liebe, diese Band, die aus 5 Männern besteht, die Seelenkameraden sind, die sich trafen und zusammen Musik gemacht haben und das mit auch aufgehört haben vor nunmehr 4 Jahren. Wobei man munkelt, dass es im Herbst ein Konzert gibt. Und dann habe ich tatsächlich erstmal jahrelang so gar keine Musik weiter verfolgt, bis auf die Kiosk-Konzerte und auch wenig Songs geschrieben. Und im letzten Jahr war so ein Punkt, wo ich persönlich an einem Punkt war, wo ich mich fragte, du machst das jetzt entweder, wirst du jetzt grundehrlich oder du hörst auf. Und wie kamst du an diesen Punkt? Also wieso war das? Da habe ich ein Konzert gespielt, das war so ein Varieté-Abend.
Und ich war, da war, das waren verschiedene Künstler, auch von ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, vom Slammer bis zum Körperkünstler. Das heißt, da war ein Künstler, der war Fakir, der, also ich will jetzt gar nichts erzählen, aber der steckte sich, wie heißen diese Spritzen, die man, wie heißen die so richtig, diese, nicht Einwegspritzen, sondern die im Krankenhaus, die Spritzen mit diesen auch großen Kanülen, ja, die steckte der sich in seinem Gesicht und durch die Arme. Und ich war danach dran und ich habe das auch noch hinbekommen, so das zu spielen. Aber am nächsten Morgen habe ich echt gedacht, das geht mir jetzt alles zu nah. Das kann ich nicht mehr. Genau. Aber was ging dir, also was war das, was war der Konflikt in dir? Also du hast deine Songs gespielt und hast das Gefühl, also was war das? Ja, also im Grunde ging es darum, dass ich das nicht verstanden habe, dass das Publikum das bejohlt, wenn sich ein Mensch quält. Ja, okay. Das habe ich nicht, wo ja. Da jetzt der Reiz ist. Ne? Ja. Genau, und dann war das, für mich habe ich dann alles in Frage gestellt, was jemals auf einer Bühne passiert. Okay, verstehe. Ich habe mein Publikum sozusagen ja. In Frage gestellt. Da kann man als, sagen wir es mal, noch aufhören in dem Moment, wenn man das macht. Und ich habe dann angefangen, im Laufe der Zeit mehr über meine Gefühle zu singen. Weniger über Geschichten, sondern tatsächlich, dass ich Gefühle habe. Und ich habe auch Gefühle. Man glaubt es kaum. Selbst ich darf Gefühle haben. Schön, ja. Ja. Und das hat mich dann da wieder hingeführt, dass ich sage, okay, das ist nur, Gefühle haben ist schön, darüber singen ist auch schön. Wenn dann Menschen das sich in den Gefühlen wiederfinden und das für sich feiern, dann ist das, hat das auch eine Berechtigung. Ich verstehe immer noch nicht, wieso das bei Geschichten nicht der Fall ist. Weil man kann es ja in Geschichten genauso, und die lösen auch Gefühle aus und so. Es ist halt nur ein anderer Zugang. Anscheinend, Gefühl, aber ne? Wenn du das nur machst, ja. Wenn du gar keine Dinge von dir selbst preisgibst oder wenn du immer jemand anderen vorschiebst, der dann der Protagonist von der Geschichte ist, ja. Und du sagst dann auf der Bühne, den kenne ich gar nicht. Ja, okay, verstehe. Dann ist man auch irgendwo zu feige vielleicht, zu Dingen zu stehen. Und nach dieser Nacht war mir dann auch einfach nichts mehr peinlich. So. Ne? Ja. Ja. Und jetzt bist du auch so eine Art Fakir mit den Mitteln des Liedermachers. Ja, aber ich quäle mich ja nicht. Aber vielleicht ist, du kennst das ja selbst, Poet needs pain oder wie auch immer das sind, aber dann der Schmerz im Kämmerlein und nicht auf der Bühne. Ne? Ich glaube, auf der Bühne ist der Schmerz dann transportiert. Formiert. Ja, genau. Die Transformation hat schon stattgefunden. Ja, da war auch keiner dabei. Das stimmt. Das ist schön, wenn dann jemand die Hand hält. Dann wird man auch nicht schreiben. Also meine Erfahrung ist, man braucht auch das Alleinsein. Also wenn man immer nach Hause kommt, da sitzt schon jemand, dann hat man den habe ich den Schreibimpuls viel, viel weniger, als wenn ich nach Hause komme, da ist keiner. Und ich kann es keinem erzählen als dem Blatt Papier. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Da kann ich gar nichts zu sagen, ne? Also das weiß ich nicht. Ja, ich hatte diesen Impuls dann schon häufiger. Das ist ja auch so, Poet Needs Pain, hast du gerade gesagt, dass sich das irgendwie so zum Beispiel mit einer funktionierenden Liebesbeziehung ausschließt, die Kunst, an vielen Punkten. Ich kann mir vorstellen, dass man dann abends sagt so, Baby, ich muss jetzt deine Lippen küssen und kein Lied spielen. Ja, genau. Da fehlt dieses Alleinsein. Irgendwie dieses, es gibt dieses Grundgefühl, ist zumindest für mich immer eine wichtige Quelle, überhaupt mit dem Papier anzufangen zu kommunizieren, dass da eben nichts anderes ist. Also dieses pubertäre Gefühl, keiner versteht mich. So. Ich muss das jetzt hier hin. Also ich kann es nicht nur Nummer wählen und erzähle das jetzt, was weiß ich, dem Jong oder so, sondern ich muss das jetzt hier drauf bringen. Das ist, glaube ich, ein Geschenk. Ja. Ne? Wenn ich jetzt mega gefrustet bin, ist mir das auch schon geglückt, dass ich dann meinen kompletten Frust, und ich war wirklich gefrustet, in einen Song packen durfte, wo ich das dann noch fließen lassen, wo dann auch
irgendwann der Zufall zur Hilfe gekommen. Ach du liebe Zeit, das reimt sich ja. Mhm. Das ist jetzt vielleicht fast schon too much. Aber das nehme ich jetzt, das ist jetzt ein Song, den will ich jetzt singen. Auch in Erinnerung an den Schmerz, den ich dann hatte. Aber das ist nicht, ich transportiere, schaffe da keine, mir keine Bitterkeit vom Hals, sondern, ne? Ja. Ja. Kann man keine, habe ich keinen, also Schreibimpuls oder so. Ne? Nee. Bin ich der falsche Kunde. Und, aber du hast gerade davon gesprochen, dass du die Geschichten benutzt hast, um dich auch so ein bisschen zu verstecken hinter den Protagonisten oder so, eben, ne? Kann das, man ja gut machen. Man schiebt das jemand anderen in die Schuhe. Ja. So wie Captain Arrow vielleicht auch irgendjemand ist, der ich auch bin. Was ich aber dadurch, also ich meine, erstmal schließt das eine das andere überhaupt nicht aus. Ne? Also man kann ja Geschichten erzählen und also ein Song so, also Protagonisten oder das Ich ganz nah bei einem selbst haben oder irgendwo anders hin. So. Was ich sehr mag, ist bei dir, dass du mir mir viel Platz lässt, so als Zuhörer. So, irgendwie mir meine Geschichten, also oder mit meinen Geschichten in deine Geschichten reinzukommen. Weiß nicht, ob das klar ist, was ich hier ausdrücke. Doch, wenn du das so beschreiben willst, bei mir ist das aber weder Absicht, sondern das ist dann Gnade oder wie du das nennen möchtest. Freut mich natürlich, wenn das so ist, ne? Ja. Aber ich habe da reichen dann meine musikalischen Skills da vielleicht auch nicht so weit, dass ich das irgendwie in irgendeiner Weise bedenken könnte. Ja. Ja. Aber ich meine, das ist ja die Frage, die ich immer stelle. Gibt es denn irgendwas, was du bei deinen Zuhörerinnen oder Zuhörern auslösen möchtest damit? Oder gibt es diese Ebene auch gar nicht? Du schreibst und machst und gehst auf die Bühne? Oder gibt es da irgendwie etwas, was du willst damit? Sozusagen? Ich könnte sagen, ich möchte um Verständnis werben für meine Person. Das macht man, glaube ich, immer. Ich bin aber auch, wie gesagt, auch ich habe Gefühle. Ich versuche mich einfach als Mensch kennenzulernen. Das ist schlimm, dass man das. Manche sind dann mit 17 fertig. Oh ja, aber finde ich toll. Das ist großartig. Das stimmt aber nicht. Nee, das ist auch nicht wahr. Ne? Aber wir sind soziale Wesen, was haben wir schon groß außer uns einander? So, ne? Kann man ja mal so kurz sagen. Und da bin ich nur einer, der so ein paar Geschichten erzählt, was so passieren kann, wenn der Seefahrt, wie auch wenn du da irgendwo auf einem Platz rumstehst und kriegst Avancen in Richtung, die dir zu weit gehen. Ja. So, ne? Aber ich habe ja auch ganz viele Themen. So. Ja, du. Aber das ist alles nicht berechnet oder so. Ne? Ja, genau. Das ist ja interessant. Ne? Das heißt, das fließt einfach so durch dich durch, die Geschichten. Kann man so sagen? Kann man so sagen. Und Welche Geschichten sind das, die du für... Nee, das entscheidest du ja nicht. Ne? Du sitzt nicht da und überlegst, ist das jetzt erzählenswert? Oder bist du, während du etwas erlebst, denkst du dir schon mal, geil, eine Geschichte, da mach ich einen Song drauf. Ja, ich darf einen... Also ich bin das blinde Huhn, was pickt am Boden rum und bing, dann ist wieder was dabei gewesen. Merkst du das währenddessen? Wenn der Benz-Typ dich fragt aus dem Auto raus, das, dann merkt man das. Ne? Habe ich gesagt, dass das ein Mercedes oder ein... Geil. du hast das Kennzeichen, Autokennzeichen, nicht genau. Werde ich auch nicht. Das ist auch vergeben und vergessen, aber der Song ist fertig. Ja, so, ja. Ne? Ich war dafür zu feige, dir zu sagen, dass ich eine Hete bin. Ich habe... du merkst beim... Wie gesagt, ich mache Musik und Text gleichzeitig immer. Ja. Beziehungsweise habe auch schon mal ein Lied geträumt. Das war natürlich schnell fertig. aber Musik und Text gleichzeitig. Und dann merkst du schon, wenn selbst wenn dir seine Schleusenklappen für die Endorphine aufgehen, dass du denkst, okay, das ist hier, das hat Drive und das geht nach vorne, das funktioniert, ne? Diese Kombi von Text und Musik,
Aber ich habe zum Beispiel, ich bin viel auf Jams auch gewesen, seitdem die Band Halbwolf nicht mehr performt. Und, ja, also klar, Jams, ne? Kölner Jams, überall die Jams. Und da ist man ja ganz unwichtig. Da gibt es einen Flow. Und da flowt dann jeder vor sich hin. Und wenn es ganz gut geht, dann flowen alle zusammen. Mhm. Und da durfte ich ein Konzert mal spielen. Auf einer Jam in der Helmholtzstraße. Und da waren mindestens 5, 6, 7 Menschen im Publikum. Das war jetzt nicht so voll, aber das fiel schon auf, dass die saßen als Gruppe zusammen und unterhielten sich in Zeichensprache. Das heißt, die konnten gar nichts hören und nichts sagen. Und dann dachte ich, warum sind die bloß hier? Aber die hatten einen super, die blieben auch länger, die ganze Jam. Und irgendwann habe ich mich dann auf die Bühne getraut, weil ich diese braunhaarige junge Frau so... Und dann ist das eben so... Wenn du eine Bühne betrittst und im Publikum sitzt da jemanden attraktiv findest, dann stehst du ja in einem ganz enormen Druck. Und wenn du dann jammen, kann ja auch völlig in die Hose gehen. Ja. Das kann ja so peinlich für alle Beteiligten werden. Und das war jetzt auch nicht so, dass das ja weiter half, dass sie ja offensichtlich nichts hören konnte. Mhm. Und dann lief das aber erstaunlich gut. Mhm. Also alle Musiker sind dann eingestiegen. Es ging auch dann irgendwann um eine Thematik und das brauste und zischte und es wurde immer voller und alle stiegen ein und ich war dann irgendwann in meinem Element und richtig laut und wunderbar am Singen und hat dann die Augen geschlossen. Ne? Und dann denke ich so, das wird dir doch hoffentlich gefallen, was ihr gerade, auch wenn sie es nicht hört. So, ne? Machen sie die Augen wieder auf. Über das Mikrofon guckst du so weg und dann waren die alle gegangen. Das ist mir schon Zeit. Ja, das war ein Tag. Da durfte ich dann tatsächlich jetzt ein Lied drüber machen, ein Gedicht drüber machen. Irgendwann ist sie gegangen. Irgendwann ist sie gegangen. Ja, krass. Also das Grundsetting ist ja schon krass, dass diese Menschen, du machst Musik mit Menschen, die dich nicht hören. Ja, ich das fand, ist ja schon ein krasses. Ich fand das auch gut. Ne? Ja, aber natürlich. Ja, ja, bei mir gab es ja die Geschichte auf meiner Klassenabschlussfahrt, habe ich dir die mal erzählt, dass ich, da war parallel eine Abschlussfahrt von Krankenschwestern in dem gleichen Ort. Ja. Und da war ein Mädchen, was ich sehr, sehr nett fand. Und sie und ihre beste Freundin, der Busfahrer von uns und ich, sind dann noch zusammen an den Strand gegangen. Und ich habe meine Gitarre noch geholt und dachte, boah, cool, wenn du jetzt noch spielst, dann läuft die Sache. Und ich habe mich so an mir selbst berauscht, bis ich irgendwann gesehen habe, dass sie mit dem Busfahrer geknutscht hat. Ich hab dann nur noch Depri-Zeug gespielt, dass ich versaut den wenigstens noch den Abend. Boah, das hätte nicht passieren dürfen. Ja. Ja. Aber that's life. Das ist halt die Geschichte, die mir einmal einfällt, wenn Leute so erzählen, ja, ist ja cool, wenn man Gitarre spielen kann, da bist du immer der King so am Lagerfeuer und so. Nee, ganz im Gegenteil. Man muss es auch gewinnbringend einsetzen können. Vielleicht hat sie nur auf dich gewartet und du hast so die ganze Zeit Gitarre gespielt. Wie romantisch. Ja. Ja, eben auch für eine kurze Zeit, bevor das tragische Ende kommt. Und deswegen fällt mir die Geschichte ein. Für eine kurze Zeit denkt man, geil, es funktioniert, was hier gerade läuft. Und dann zerbricht das alles in 1000 Scherben. Aber es sind gute Geschichten dann natürlich. Es sind gute Geschichten. Ja, aber Du nimmst ja auf der Bühne auch gerne so Rockstar-Posen ein und machst so große Geste, machst ist du das, ne? So? Ja, machst du ja auch ironisch so. Dass du auf die Bühne gehst, dann fängt er immer so an und dann stellst du so breitbeinig hin. Und so. Oder? Damit spielst du schon auch. Ich kann einfach nicht anders. Ne? Du spielst gar nicht. Nee, du gehst raus und nicht. Bist. Ja. Ja. Da bin ich dann, glaube ich, nackt, schutzlos und ohne Reflexion das, über das. Und das Spiel unterstellt man dir praktisch.
Oder unterstelle ich dir, wenn ich da unten sitze? Kannst du mir unterstellen. Aber es ist okay, das ist aber interessant. Ja. Und okay, aber ich wollte dennoch auf was hinaus, das kann ich ja auch ohne diese, dachte ich, sehr, sehr tolle Einleitung, kann ich diese Frage stellen. Dass du ja durch diese große Geste und auch, du hast ja auch großen Sound und du kannst ja auch wirklich einen Raum füllen mit deiner Stimme, dass ich immer wieder das Gefühl habe, ey, das will auch auf größere Bühnen oder das ist hier eigentlich zu klein. Irgendwie, du kannst mehr füllen mit dem, was du in dir hast. So. Hast du da Ambitionen? Also hättest du da Bock drauf, dass das größer und größer wird nach wie vor? Oder sagst du, dass auch das passiert einfach, wie es passiert? Genau, ich glaube persönlich, dass das passiert, wie es passiert. Aber ich glaube auch, dass jeder, der sich auf eine Bühne stellt, da, ob das jetzt 10 oder 1000 sind, das ist der Thrill. Ja. Und die Nervenkitzel und das leidige Lampenfieber ist, glaube ich, dann immer das Gleiche. Wenn das jetzt viele Leute interessieren würde, was mal nicht der Letzte, der da Nein sagt. Ne? Mhm. Genau. Ja, also, und merkst du denn da auch eine Entwicklung bei dir in der Zuschauerresonanz, Zuschauerinnenresonanz? Merkst du andere Reaktionen auf deine Konzerte irgendwie, dass sich das weiterentwickelt? Oder? Ja, ich habe früher ziemlich oft die Nerven verloren in den Songs. Mhm. Dass ich so selbst mein schlimmster Richter war, hat jetzt überhaupt keinen Power und keinen Drive und ich höre jetzt auf. Also während des Liedes hast genau, du das abgebrochen? Genau, mittendrin abgebrochen. Ja. Und dass man sich selbst hinterfragt beim Spielen. Das lag aber auch daran, dass ich einfach nicht genug geübt hatte. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt vor dem letzten Konzert, was ja im Rahmen von Xinjiang lief, bin ich 2 Wochen lang jeden Abend aufgetreten an Bushaltestellen, in Bars, auf dem Spielplatz und habe einfach, wenn da nur einer stand, so, ne, das vorgespielt, genau, um einfach die Scheu zu überwinden. Einfach wirklich mal diese Scheu vor den Mitmenschen zu überwinden. Ich nenne das jetzt einfach so. Mhm. Also du hast gerade von diesem Zaun gesprochen, über den jeder drüber muss, der genau. Auf die Bühne will. Und würdest du sagen, der ist bei dir relativ hoch? Also wenn du das vergleichst mit anderen Auftritten, die du so kennst? Ich habe keine Vergleichsmöglichkeit. Ich wäre gerne mal vielleicht einen Tag du. Oder so, ja, oder? Ja, genau. Ja, ja. Aber vielleicht trifft man das ganz gut, wenn man sagt, es fühlt sich an wie... Du bist ein Vogel oder du fliegst da oben auf den Zaun, bleibst da sitzen, du springst gar nicht erst runter. Ja. Also du hältst dich außen vor. Ja. Und so kann man auch sein ganzes Leben verbringen, habe ich festgestellt. Ja. So als Zaungast. Ja. Oder eben dann hinein. Aber das war jetzt für mich ein riesen Prozess. Wie gesagt, ich habe dir jetzt erzählt, dass ich da jeden Abend übe. Mhm. Oder übe nicht, sondern performe. Ja. Und wenn es auch für jemanden ist, der gar nicht möchte, sondern performt, um auch mit den eigenen Songs, ich habe am Donnerstag tatsächlich 90% neue Songs gespielt. Ja. Das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen doof, ne, dass man sich vor ein Publikum stellt und hat eigentlich nur neue Songs, die man so vielleicht erst einmal live gebracht hat. Mhm. Aber... Es hat ja funktioniert. Es hat funktioniert, genau. Mhm. Und die Songs, also ich würde eben auch gerne mal ein Album machen und dann hat man eben so ein Repertoire, wo man sagt, das ist der Song, den habe ich dann aufgenommen, der geht so und ich singe ihn für euch. Ja. Es ist vielleicht einfacher für das Publikum, wenn die den Songs schon mal gehört haben, als wenn man immer so was Neues aufnehmen muss. Ja, klar. Ja, da freut man sich dann, ne? Wenn alle das singen. Ja, es sind ja schöne Momente auch fürs Publikum, wenn das passiert. Aber klar, ich verstehe das. Ja. Und vor allem dieses Wagnis, ne? Wenn du halt wirklich nicht spielst, ne? dann, wie du sagst, dich nackt vor diese Leute zu stellen, ist natürlich
unheimlich, das erfordert unheimlich viel Mut, oder? Genau, das Nackte trifft, ich lege ja auch dann oft die Kleidung ab, so. Also einmal, weil ich Angst habe, mich in der Gitarre zu verheddern. Pulli. Aber auch, weil es einfach ausdrückt, das ist jetzt echt eine nackte Show. Mhm. Das ist mit wenig an. Ne? Ja. Na, jetzt kriegen wir mal die Kurve zurück zum, zum Thema. Was ist das Thema? Was ist das Thema überhaupt? Mhm. Hast du noch ein Thema? Du wolltest über die Straßenmusik-Fahrradtour auch noch sprechen. Ist ja auch, gibt es ja auch eine ganze Reihe von schönen Geschichten. Also die haben das jetzt schon jetzt dreimal gemacht. Und du warst einmal dabei, dass wir mit den Fahrrädern losgezogen sind und Instrumente auf dem Rücken und überall, wo es uns gefiel, einfach die Instrumente ausgepackt und gespielt. Nun waren wir in den Niederlanden letzten Sommer, ohne zu wissen, dass das mit der Straßenmusik dort gar nicht so einfach ist, weil nicht erlaubt in den Städten. Genau. Und ja, erzähl du doch mal was dazu. Also, das ist dann wirklich eine Fahrradtour von, wir waren 10 Menschen mit diversen Instrumenten. Und dann fährt man los. Und das ist natürlich, ich bin den Jakobsweg gepilgert und das ist dasselbe Gefühl. Ich habe keinerlei Verpflichtungen. Ich werde heute nur Fahrrad fahren. Und ich habe auch keine. Also man fährt dann in Jugendherbergen oder so zum Schlafen, aber man hat keinerlei sonstige Dinge, die man tun muss. Und abends wird dann noch gespielt und das ist so verwunderlich, dass es geht, dass es so einfach ist, dass man in jede Stadt reinfahren kann und am Bahnhofsvorplatz spielen kann. Ist aber natürlich, wenn da 10 junge Kerle auftauchen, das ist schon Alarm. Ne? Das ist schon was anderes, als wenn dann einer kommt oder 5, dann sind das 10. Das heißt, selbst wenn 3 Leute Gitarre spielen, sind 7 noch am Singen und dann, das ist wie so ein Rudel, ne? Das ist so einfach. Da gibt es auch diese Scham gar nicht. Das ist dann einfach so, die Zahl derer, die zuhören, sind geringer als die performen. Aber was ich so toll fand, persönlich zum Beispiel, war deine Performance, wie dieses Girl in Arnheim auf dich zukam. Spiel doch mal, was wollte die singen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas von Adele oder so. Und du hattest dann, jemand hatte noch so ein Smartphone und da gab es dann die Akkorde und du kannst das Lied nicht und spieltest und sie hat so performt, sie war 14 oder so, ne? Ja. Und meinte dann, wie dankbar sie sei, dass wir ihr das ermöglicht haben, in der Fußgängerzone von Arnheim nachts Adele zu singen. Ja. Ne? Ja, ja, das ist ja so ein bisschen das Konzept weitergedacht, was du mit den Kioskonzerten angefangen hast, einfach Kultur in den öffentlichen Raum zu bringen und nicht die Leute in schon geschlossene Räume zu holen, wo die Leute eh hinkommen, die sich schon dafür interessieren, was man da macht, sondern zu den Leuten zu gehen. Ja. Ja, Kioskonzerte wird es auch diesen Sommer wieder schöne geben. Vor den Kiosk, nicht in den Kiosk. Auch nicht in der U-Bahn. Aber die sommerliche Variante dann draußen. Ja. Ja, was möchtest du denn noch gerne unserem Xingxiang-TV-Publikum, Internetpublikum natürlich, erzählen? Gibt es noch irgendein Bedürfnis? Wir haben Geschichten erzählt. Ja, aber ich möchte mit dir zusammen noch einen Song singen. Ja? Und welchen? Wir haben am Kioskonzert mal Selig ohne dich versucht. Weißt du das noch? Gibt's das noch hat nicht so richtig geklappt. Das ist Internet, ich konnte den Text nicht. Aber du singst ihn gut. Das kann man sich im Internet angucken. Du willst noch einen Song singen. Du hast gerade über einen Song. Mich würde jetzt der Song interessieren mit dem Autofahrer, der dich angesprochen hat. Okay. Willst du den noch spielen? Über den haben wir ja viel geredet. Dann bringe ich den mal. Das ist jetzt auch. Sollen wir das Mikro mal ein bisschen anders ausrichten müssen? Nee, das geht so. Ja. Das
denn die Gitarre gestimmt? Daran merkt man, dass das jetzt nicht so... Ich war dafür zu feige, dir zu sagen, dass ich eine Hete bin. Und Mädchen nur mal süß finden, nur die Mädchen süß finden. Ich war viel zu feige, dir zu sagen, dass ich eine Hete bin. Und Mädchen süß finden, nur die Mädchen süß finden. Du glaubst wohl, ich brauch Drogen. Bei mir hast du leichtes Spiel. Du hältst mir ein paar Scheine hin. Genug, aber nicht zu viel. Genug, aber nicht zu viel. Genug, aber nicht zu viel. Du sagst, es wäre Verschwendung, wenn ich nicht mit dir gehe. Dabei möchte ich es dann jetzt auch. Ja, das war gut. Ja, ne? Ja, okay. Vielen Dank, Tomo Ilu, für dieses sehr lebendige, schöne Gespräch. Sehr gerne. Ja, und es kommen weitere Podcasts, ganz bestimmt. Und bis dahin alles Gute Ihnen und Ihren Familien. Vielen Dank.